Hallo und herzlich willkommen zu Lido spielt an Part 15. Sozusagen das Staffel-Halbfinale. Dieses Mal mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Aus dem Jahre 2001 von Electronic Arts. Es handelt sich hierbei um die PS1-Version. Ich glaube, die PS2-Version ist ein bisschen anders. Das wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Wisst ihr was? Wir starten jetzt einfach das Spiel. Memory Card überprüfen. Nein, ich möchte keinen Speicherstand erstellen. Ja, trotzdem weiter, danke. Das Schöne an dem Spiel ist halt Sprachausgabe. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels stiefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby, Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Harry saß da mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Aha. Also diese Einleitung war jetzt dermaßen schlecht, dass jemand, der das Spiel nicht kennt, damit nicht weit kommen wird. Jemand, der das Spiel schon kennt, sie nicht gebraucht hätte. Oder die Geschichte komplett nicht gebraucht hätte. Willkommen in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter. In Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Oh, bevor ich's vergesse, der Zugang zum Korridor im dritten Stock ist für alle verboten, die nicht eines grauenvollen Todes sterben möchten. Ach so, er ist jemand. Und nicht Albus Dumbledore ist interessant. Schwachkopf. Schwabbelspeck. Krimskrams. Quiek. Vier wundervolle Worte. Findest du nicht? Ich find's eher schade, dass man dir nicht den Original-Synchronsprecher geben konnte, aber ist schon okay. Generell finde ich, dass sie dieses Schloss jetzt hier minimalistisch aufgebaut haben. Großes Foyer, verschlossen. Ja, hier weg einfach mal so, wie man zu den Häusern hinkommt oder was. Na, gehen wir mal hier rein. Gryffindor-Turm. Ja, ich kann euch jetzt natürlich nicht alles zeigen in dem Spiel. Klar, ich kann auch nicht das ganze winzige Schloss hier zeigen, so gerne ich auch würde, aber trotzdem, das geht nicht. Nach deiner Narbe zu urteilen, musst du Harry Potter sein. Ich bin Fred Weasley und das ist mein Bruder George. Hallo Harry, wir wollen dir einen Vorschlag machen.
In Hogwarts gibt es besondere Porträts. Und hinter diesen besonderen Porträts sind Preise versteckt. Natürlich kann nicht jeder einfach so die Porträts öffnen. Du brauchst dazu ein Passwort. Wenn du uns Bohnen in allen Geschmacksrichtungen mit Ohrenwachsgeschmack bringst, verraten wir dir ein Passwort. Wir sind im Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Dorthin gelangst du durch das Porträt der Dame in Rosa. Bis später dann, Harry. Also, die haben auch nicht ihre Originalsynchronsprecher, das wird immer besser hier. Passwort? Caput Draconis. Ist ja schön, dass man uns das gezeigt haben. Ganz ehrlich, was das betrifft, ist dieses Spiel echt nicht gut gemacht. Aber es ist ja auch von EA. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Wenn du einen Mega-Power-Trank zu dir nimmst, wird deine Gesundheit vollständig aufgeladen. Bemerkenswert, nicht wahr? Und wer bist du? Muss man dich kennen? Wenn du ein Durchhaltevermögen verlierst, schnapp dir einfach einen Schokofrosch. Er wird dir zu neuer Energie verhelfen. Ach ja. Tagespropheten gibt es. Es gibt ein komisches Buch hier. Welches allerdings so diese Karten von den Dingern da beinhaltet. Die berühmten Zauberer, bla bla bla. Naja. Neues vom Einbruch bei Gringotts. Die Ermittlungen im Fall des Einbruchs bei Gringotts werden fortgesetzt. Allgemein wird vermutet, dass es sich um die Tat schwarzer Magier handelt. Yugi, könntest du deine Karten bitte unter Kontrolle halten? Danke. Vertreter der Kobolde bei Gringotts bekräftigten heute noch einmal, dass nichts gestohlen wurde. Der unbekannte Inhalt des Verlieses wurde bereits vorher entfernt. Ja, was das wohl sein könnte? Wie schon gesagt, also, man hätte mehr draus machen können aus dem Spiel. Ohne Frage. Zum Glück ist der zweite Teil dort etwas besser auf der PlayStation 2, auch wenn er ohne Dobby klarkommen muss. Deshalb auch immer, ich meine, es ist ja nicht so, dass Dobby eine wichtige Rolle gehabt hätte oder so. Ich kann mit ihm reden? Hey Geist, ich will mit dir reden. Geht nicht. Ah. Hallo Harry, erinnerst du dich an mich? Ron Weasley. Dieser schleimige Slytherin Draco Malfoy ist mit einer Eule unter dem Arm durch diese Tür verschwunden. Ich glaube, es war deine Eule Hedwig. Komm, wir folgen ihm. Aha, wie ist jetzt an die Eule gekommen? Mann, ist das ein authentisches Spiel. Ja, man hätte sich mehr an den Film halten können. Das macht man bis zum Ende hin kaum, also. Los, komm, Harry. Lass uns Hedwig suchen gehen. Oh, oh, oh. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ich bin Draco Malfoy. Und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Suchst du etwa deine Eule? Wie nachlässig von dir, sie einfach so aus den Augen zu lassen. Geh nach Hause zu deiner Mami, Potter. Oh, tut mir leid. Du hast ja gar keine, stimmt's? Ja, und Crab und Goldfinch übrigens auch. Er ist ein gemeiner Kerl. Ignoriere ihn einfach. Wir Gryffindors sollten zusammenhalten. Zumindest bisher fehlen die. Komm, Harry, folge mir. Wenn du hinaufklettern möchtest, drücke einfach auf die Vorwärtstaste deines Controllers. Aha, gut, dass er das im Film auch so gesagt hat. Ich hatte auch schon mal... Lass uns gehen. Ich hatte auch schon mal einen Bug, der dafür gesorgt hat, dass ich dieses Spiel nicht weiterspielen konnte. Hat sich im Reset geregelt, aber trotzdem. Folg mir. Wenn du springen möchtest, nähere dich einfach der Kante und halte die Richtungstaste oben gedrückt. Also mit der Stimme finde ich auch geil. Eben hat er noch so eine tiefe Stimme, dann springt er ganz hoch. So ein Schwachsinn, ey. Sieh nur, da ist noch eine Feder. Ich gehe zurück und bewache den Eingang. Geh du am besten Hedwig retten. Oh Mann. Schon wieder! Naja, ich will nicht nur meckern. Auch wenn es mir schwerfällt, ist nicht zu tun. Wäre jetzt noch Hedwig und dann... Ja... Aha. Super. Ja, dann sind wir auch schon, denke ich mal, fertig fürs Erste. Hallo, Harry Potter. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Sieh nur, wie hoch dieser Raum ist. Du musst nach ganz oben gelangen, um hier wieder rauszukommen. Wenn du dich umsehen möchtest, drücke die Dreiecktaste.
Drücke erneut die Dreiecktaste, wenn du dich genug umgesehen hast. Also wenn ich hier raus will, muss ich also den Weg gehen. Willst du mich bescheißern? Ich könnte doch einfach zurückgehen. Nee. Man denkt man ja nicht. Ja, ich habe auch die PS1-Version des zweiten Teils mal gezockt, allerdings auf Englisch. Ah, okay. Gut. Jetzt will ich noch hier durchkommen irgendwo und dann... Get, ey. Was ist jetzt drumrübs? Das ist echt eklig. Sie nicht auch? Mal gucken, ob wir jetzt einen Zauber lernen, was uns jetzt hier Schönes antun will. Vielleicht retten wir Hedwig auch gar nicht mehr, wer weiß. Aus dem Unterrichtsraum für pflegemagischer Geschöpfe sind ein paar Schnecken abgehauen. Sei vorsichtig, sie sind hochgiftig. Drücke die X-Taste, um einen Flipendo-Weiche-Zurückfluch mit deinem Zauberstab zu bewirken. Das sollte diese elenden Viecher aufhalten. Und nimm dich vor den giftigen Schneckenspuren in Acht. Aha. Boah, er kann es einfach so ohne... Flipendo! Flipendo! Den Zauber zu lernen einsetzen, ist klar. Flipendo! Flipendo! Mit der L2 und R2-Taste kannst du die Kameraperspektive ändern. Warum hat mir das im Film keiner erzählt? Hätte mir schon gut weitergeholfen. Flipendo! Naja. Gut. Wisst ihr was, die gute Hedwig muss ich dann jetzt einfach alleine retten. Hat sie Pech gehabt, tut mir leid. Denn das war's jetzt auch erstmal von meiner Seite aus wieder. Wenn ihr dieses Spiel als vollwertiges Let's Play sehen wollt, schreibt mir dies doch in die Kommentare und lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und abonniert mich doch ruhig, falls ihr dies noch nicht getan habt. Gilt auch, falls euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare und abonniert mich doch ruhig. Und deswegen heißt es von meiner Seite auch an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Video spielt an.